Sag mal, wird das jetzt ein Obatter oder wird das ein Liebdauer? Naja, oder ist das dasselbe? Es ist dasselbe. Aber in einem Land heißt es halt eben so und im anderen so. Also in Österreich ist es Liebdauer. Ja? So kenne ich es noch. Meine Mutter hat es auch gemacht und hat Liebdauer gesagt. Jetzt müssen wir aber schauen, was du alles reingetan hast. Also kappern. Ja. Vorher hast du Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln. Und da hast du noch richtige Zwiebeln, glaube ich, ne? Ja. Und dann, was ist ja was Feines. Was hast du da? Da habe ich den, weißt du, mit Gräben. Jetzt gebe ich dir aber eine frische Gabel. Es reizt mich unheimlich, in einer Küche alles zu kochen, was da ist. Einfach so schauen, was im Kühlschrank oder in der Kammer. Ihr habt wahrscheinlich auf dem Land noch eine Speisekammer oder sowas. Ja, habe ich. Und du kannst doch auf den Acker gehen und die Kartoffeln holen, wenn du welche brauchst. Ja. Und in den Bauerngarten gehen und sämtliche Kräuter da finden. Holen. Also all das finde ich sehr schön. Ja, das ist einfach. Das ist auch eine Basisküche. Mhm. Also, jetzt was hast du dort? Das ist jetzt hier Topfen. Quark. Topfen in Österreich. Ja, ja. Genau. Topfen, zwei Löffel, sag ich mal. Ja? Oder auch drei. Und was ist das? Ist das auch Topfen? Das ist ein anderer Topfen. Ich würde es nicht mischen. Nicht? Und dann kannst du auch Knoblauch. Ja, das ist deine Presse. Ich liebe halt Knoblauch. Ja. Und habe in allem so viel Knoblauch, wie es nur geht. Ja. Hoffentlich geht es wie meiner, aber. Ja, müsste gehen. Machst du mal dieses. Ja. Ja, wunderbar. Willst du noch eine zweite? Ja, bitte. Viel Knoblauch. Weißt du, ich würde glauben, also ich würde mir auch eine Knoblauch oder eine Kräuterbutter machen. Das können wir nachher vielleicht noch. Wir haben Sachen. Und die hat natürlich einen großen Vorteil, dass du das, was übrig bleibt oder was du nicht berechnest oder brauchst, dann in kleine, schöne Töpfchen, in solche Töpfchen reintust und ins Gefrierfach. Ja, aufheben. Da kannst du bei Steaks oder so, was du halt willst. Was nimmst du noch? Nimmst du ein bisschen Butter rein? Also, nein, geht nicht rein. Paprika brauche ich, ganz viel Paprika. Eigentlich ist doch der Liebdauer rot. Der ist rot. Ja, der ist rot. Immer erinnert. Ja. Na, köstlich. Oh. Ah. Siehst du? Siehst du, jetzt kommen die Hemmnisse. Oh. Ne, was heißt das? Nicht mal ich. Das ist auch nicht aufgeklebt. Ich nicht. Schau mal, vielleicht habe ich noch da eine Paprika. Na, warte mal. Gibt's doch gar nicht. Ich krieg das Ding nicht auf. Ja, jetzt doch. Jetzt. Noch mehr. Ich weiß nicht, ob er scharf ist oder nicht. Also, ich nehme das. Scharf, ja, da muss er aufpassen. Da muss man richtig aufpassen. Ja, das kann nämlich ganz scharf sein. Ja? Mhm. Und, ja. Du, ein bisschen mehr müssen wir schon machen, glaube ich. Ja, dann machen wir mehr. Ein bisschen. Ich nehme mal von, hast du den genommen? Ja, nimm ruhig den anderen. Damit wir das gleich probieren können. Also ich tue dann auch Tabasco rein, weil ich überall Tabasco rein tue. Sogar ins Ei, in der Früh. Noch ein bisschen kappern. So. Mhm. Na, das wird doch schon was. Na ja. Ich glaube, mehr Creme fraiche. Darf nicht sein. Creme fraiche. Wenn du willst, kannst du rein. Ist das die Creme fraiche? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Kostet halt mit dem Finger. Ja. Ja. Herrlich. Warum kriegt man das nicht in Hotels oder im Restaurant? Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Das ist eine einfache Küche. Ganz einfache Küche. Hast du eigentlich von deiner Mutter irgendwie kochen gelernt? Ja, ein paar Grundsachen. Also Rehrücken. Ja. Weil bei uns immer der Jäger, der auf der Jagd war, wenn er einen Bock geschossen hat, musste er einen extra Schuss abgeben. Dann wurde der Ofen angeheizt. Also dann wusste man, er kommt mit dem Reh. Und dann wurde, einmal sind drei Vater, Großvater und Onkel auf der Jagd gewesen und haben drei Rehe gebracht. Ja, drei Schüsse abgegeben. Und es wurde eingeheizt und alles auch vorbereitet. Und die Hunde wussten das schon. Die rasten und setzten sich hin und warteten, dass sie die Abfälle bekommen. Ja. So, dann rühren wir das noch ein bisschen. Und halt Apfelstrudel und so. Ja. Bei Mutti konnte man wirklich die Zeitung lesen. Durch den Teig. Durch den Teig vom Apfelstrudel. Ja. Ja, das ist ja die große Kunst. Das war also eine original österreichische Küche. Ja, und Mutti hat uns natürlich effektiv ernährt, indem sie Preiselbeeren und Heidelbeeren verkauft hat. Ach, im so Sommer, wo sie kein Geld hatten. Und da konnte man dann anschreiben beim
Beim Kreisler. Ja, beim Händler. Bis zum Herbst ist uns zahlen. Sag, das isst man mit Kartoffeln. Ich habe ein paar Kartoffeln vorbereitet. Oh, ist das falsch. Ist das richtig? Das darf ich bei dir nicht machen. Ja, doch, du hast deine eigene Gabe. Ja, habe ich meine eigene Gabe. Du darfst bei mir eigentlich alles, aber... Da muss aber noch Salz und Pfeffer rein, du. Ja, ja also. Mhm. Hier hast du Salz, Pfeffer... Du, ich habe aber immer gekocht, was mir eingefallen ist. Einfach so drauf los. Ja. Aber ich meine, siehst du, kennst du das? Das ist das Neueste, ein Backofen, ja, wo oben große Hitze ist und dann ein Backraumteiler, ja, und unten kannst du etwas nur warm halten. Oh, das ist was Neues. Die Technik macht dauernd was Neues. Das macht alles von selber. Aber in der Zeit, wo du unentwegt Filme gedreht hast, hast du doch wahrscheinlich kaum Zeit zum Kochen gehabt, oder? Der Otto hat geschlafen. Otto. Hat immer auf einer Liege geschlafen. O.W. Fischer. Ja, O.W. Fischer. Kennen ihn ja nicht unter Otto. Wir kennen ihn nur unter O.W. Und gegessen hat er nie. Nein, irgendwann mal etwas, um den Hunger zu stillen. Nichts, was man gerne isst. Das sind so ausgefallene Sachen. War nicht kein Gourmet. Nichts. Überhaupt nicht. Ja. Und der Kurt Jürgens war ein Gourmet. Der Kurt Jürgens, ja, der hat sich, das hat man gesehen. Der hat sich das alles in seinen... Trailer kommen lassen und hat da Feste gefeiert mit Journalisten und so. Mit allem, was dazu gehört. Teuer ist. Mit allem, was teuer ist. Ja. Und hast du für deine Kinder manchmal gekocht? So am Wochenende oder so? Ja, da habe ich halt so ein paar Rezepte, die ganz schnell gehen. Meine Mami-Kartoffeln. Und wenn sie heute zu mir kommen, wollen sie immer noch Mami-Kartoffeln. Ja, das ist dann die Besonderheit. Ja. Pass auf, ist das schon so weit? Dann können wir das doch mal probieren. Ja, sind gut. Sind okay? Sind sie in Ordnung? Ja, also das kann man ja machen nach Laune, weißt du, das kannst du nicht sauer. Weißt du, ich habe natürlich auf meiner Alm, habe ich natürlich sauren Rahm. Das ja. ist natürlich noch besser als Crème fraîche. Ja, aber das kann man ja im normalen Laden nicht kaufen, sondern das hast du halt auf der Alm. Ja, habe ich auf der Alm. So. Ich probiere das mal. Es schmeckt so gut. Einfach so mit der Hand. Ja, und du kriegst in keinem Restaurant. Schön. Gell? So ein leichtes. Ich würde mir aber auch auf die... Aber da gehört natürlich noch alles, was du hast, dran. Salz. Also zum Beispiel Salz noch. Und dann gehört noch Knoblauch drüber. Was machst du denn für mich? Ich mache für dich einen Bœuf Stroganoff. Oh, das ist schwierig, aber sicher. Nein, ganz einfach. Das wirst du sehen. Ich zeig dir das hier drüben. Ja. Da, in deinem Buch steht nichts von Kochen, in dem neuen Unwant. Ja, aber das ist ja dein Ressort, das kann ich doch gar nicht da übernehmen. Doch, wenn man englischen Tee kocht. Ja, ja. Ja, und so Sachen habe ich, aber so ganz komplizierte Sachen, wie man Wasser kocht und Tee kocht. Aber Tee kochen ist sehr, sehr wichtig. Aber, na ja, das weiß ich, auch auf dem Set. Und wenn ihr gedreht habt, seid ihr da immer versorgt worden? Und ja. Immer Catering und so. Aber heutzutage ist manchmal, sehe ich das Catering größer als na, das Film. Aber zum Beispiel natürlich in der Wüste mit den 3000 Wagons und mit den Pferden und mit den Kühen und so. Da hatte jeder seinen Wohnwagen und da gab es also alles. Ja, da wird man wirklich versorgt, besonders bei den Amerikanern. Ne? Na, wahnsinnig. Ja. Weil die haben ja gesagt, wenn unsere Schauspieler guter Laune sind, dann gibt es einen guten Film. Das ist auch wahr. Es ist schon wahr, ja. Ich muss mir aber die Hände waschen, wenn ich hier weitermachen will. Aber so. In Verlegenheit gebracht. Muss man mal eine Pfanne ein bisschen heiß machen. Also wie kompliziert ist jetzt das, was du machst? Das ist gar nicht kompliziert. Mhm. Weißt du, dass ich Fleisch roh esse? Du isst Fleisch roh? Na ja, wie Tartar. Ja, ah ja. Das ist übrigens ein Filet, das könntest du auch roh essen. Mach ich gleich. Wenn man das... Dann nehme ich dir einfach ein Stückchen weg. Oh, das ist zu groß. Na ja, geht. Also, ich erst mal, das ist ganz witzig. Deine Schwägerin ist doch Russin. Mhm. Dein Bruder Maximilian hat doch eine Russin geheiratet. Mhm. Und dieses Bœuf Stroganoff... Ja, ist ja russisch. Das, ne? Ja, aber das ist, man denkt immer, das ist ein russisches Gericht. Das ist ein französisches Gericht. Das hat ein französischer Koch für einen russischen Grafen gemacht. Das ist Stroganoff. Mhm. Und es ist auch total atypisch für die russische Küche. Die ist ja sehr schwer. Boah. Alles die großen Braten. Alle sitzen in der Küche, alle zusammen. Ja.
Und da würden, die würden nie so ein Geschnetzeltes machen. Das ist typisch französisch. Und es heißt aber Stroganoff, weil der das für den Stroganoff gemacht hat. Das hab ich nicht und die Leute denken immer, das ist ein russisches Gericht. Nein. Das ist so russisch wie Clinton-russisch ist. So. Also, Butter erhitzen. Also, die Hälfte der Butter, die andere brauche ich fürs andere. Und ein bisschen Öl. Ich mische immer Butter mit Öl. Ah, das ist interessant. Weil die Butter so schnell braun wird, wenn du sie alleine machst. Ja, ja. Und im Grunde, du, das ist so ein einfaches Gericht. Ja, wunderbar. Du, ich kann dir auch den Stuhl herziehen, wenn du möchtest. Dann kannst du mir. Du schaust mir hier so zu, ne? Ja, ich schaue dir zu. Und reichst mir die Sachen. Ich weiß, was. Ich hoffe, das ist. Ja, ich sage dir das. Es muss schön heiß sein. Damit es kann heiß werden. Es soll, mit dem Öl kann es heiß werden. Es soll heiß werden, damit die scharf anbraten. Ja. Und, und durchs Öl wird's nicht wird es nicht so braun. Ja. Hast du für zwei Personen gekocht? Ja. Da können wir noch jemanden dazuladen. Ja. Den Kommissar Rex. Und jetzt Kommissar. Ja, mit jetzt? Diesem, aber mit Hund. Ja, mit Hund. Ja. Das wäre aber schad. Was wäre schad? Du, darf ich dir den herziehen, Maria? Mit sonst mir drin du, oder ohne nein, mich? Nein, ohne dich, sonst bist du mir zu weit weg. Ich mag das, wenn du mir aus der Nähe zuschaust. Ja. Und wir ein bisschen plaudern. Ja, zum Beispiel, du hast mir, immer wenn wir uns sehen, erzählst du mir von der Brücke von Mostar. Ja. Das ist dein großes Anliegen. Na ja, schau, die war ja in der letzten Brücke. Die letzte Brücke. Ja. Ja? Und als ich das gehört habe, habe ich ja die Sendung gemacht mit dem Rupert Eser und habe gebettelt. Und innerhalb der Sendung 500.000 Mark zusammengekriegt. Aber es hat sich da nicht verwirklichen lassen. Das Rote Kreuz hat für irgendwas anderes verwendet. Und jetzt habe ich es wieder neu. Ich muss jetzt wieder betteln. Ja. Darf ich mal ein Konto sagen? Weil die Steine, die sind ja alle in die Neretva gefallen. Und da hat der Lothar Späth, der auch bei der Sendung war, als das passierte, der hat mir einen Kran versprochen, damit wir aus der Neretva die Steine retten können. Das ist diese berühmte Brücke. Die ist ja schon 500 Jahre alt. Ja, diese runde, die... Ja, schöne. Und auf der endet der Film Die letzte Brücke. Richtig, indem du ja ganz groß die Hauptrolle gespielt hast. Und das ist dein Bezug. Immer noch ein guter Film, ja? Ja, das ist dein Bezug. Es ist wirklich noch ein guter Film. Siehst du, schau, jetzt brenne ich mal etwas kleiner. Kleiner. Schön braun geworden, das ist wichtig. Und der wird mir jetzt den Kran runter transportieren, weil er jetzt Vorstand ist in irgendeiner Firma, die Kräne hat. Und dann werden die mal ans Ufer gebracht. Ah, ja. Und so, jetzt geht es ja wieder, dass man jetzt die Mostar, ich möchte gerne, dass die Leute aus Mostar, es selbst, gib mir auch einen Schluck, so, das aufbauen wieder. Ja. Und das ging ja nicht, die werden ja runtergeschossen worden. Prost. Prost. Wenn wir fertig sind, trinken wir auch ein Weinchen. Ja, bitte, du hast immer so gute Auswahl in deinem Sender. Das. Und die sollen jetzt rausgebracht werden und dann, sobald der Koschnik, der ja Bürgermeister aus Bremen ist, dass er das... Der ist ja dort der jetzige Vertreter. Friedens und für dass den wir das Wiederaufbau, nicht? Wiederaufbauen, es ist natürlich schwierig, muss man die alten Architekturpläne alle haben und so, aber das Geld kriegen wir schon zusammen. Ja, das ist schön. Schau, jetzt habe ich das rausgenommen. Ja, was machst du mit der schönen Soße? Ja, da kommt das hier rein. Da kommt so. Ich stelle das mal hier rüber. Ja. So, jetzt habe ich hier die zweite Pfanne. Wow. In der wird jetzt auch mit Butter und Öl ein bisschen Zwiebel und Champignons. Ah. Und das kommt nachher. Hier wird dann die Creme fraiche, es kommt alles zusammen. Hä? Du, das ist, wenn man es einmal gemacht hat und weiß. Ja, und wir sehen, wie schnell. Das ganze Gericht, ich habe ja nichts vorgekocht. Also wir machen das alles in der Zeit, die uns hier zur Verfügung steht. So. Jetzt machen wir da hier das. Und
ich liebe immer so Gerichte, die ich schnell machen kann. Ja, und wo die Gäste schon dabei sind, so wie du jetzt, dann sitzen die am Tisch oder kommen auch an den Herd. Ja. Und dann mache ich, während die da sind, mache ich das fertig. Na, das ist doch einfach wunderbar. Kann man viel mehr Gäste haben. Ja, und auch, ich denke, dass das ein Kommunikationsprozess ist. Nicht nur das Essen, sondern auch das Kochen. Ja. Manche helfen auch ein bisschen, aber es ist wichtig, dass sie dabei sind. Nicht? Früher hatte man doch die großen Wohnküchen. Ihr habt doch bestimmt auch oben auf der Alm eine große Küche gehabt. Ja, die Gusti. Und der Gusti. Ja, und in der Küche gegessen doch wahrscheinlich. Alles, ja, ein großer Tisch. Ja, klar. Drei Hunde unterm Tisch. Ja. Also alles da. Aber du hast dir jetzt dort ein eigenes Haus gebaut. Gleich daneben. Gleich daneben. Sieht aus, als ob es schon hunderte Jahre da wäre. Schön. Ja. Siehst du, jetzt schwitze ich die ein bisschen an, dass die glasig werden. Mhm. Nicht zu viel, weil jetzt ja gleich die Champignons reinkommen und die müssen ja auch dünsten und da dünsten die Zwiebeln mit. Also echte Schwämmchen auf der Alm. Du hast echte? Ja, ja. Direkt gleich hinterm Haus? Ja, doch. Also Herrenpilze oder die weißt gelben. Weißt du, heutzutage kauft man das ja alles, aber da gibt es auch Unterschiede. Es gibt diese weißen Champignons, die immer aussehen so anämisch, als kämen die gerade aus dem Krankenhaus. Ich kaufe diese Egerlinge, diese braunen, die gibt es inzwischen auch überall. Und die Weißen sind so verschweißt. Und die Braunen gibt es meistens offen in einem schönen Korb. Und das sind die. Die haben noch so ein bisschen was vom Wald. Ja. Natürlich auch nicht aus dem Wald. Sind irgendwo auch aus der Zucht. Weißt du, es ist unheimlich, wenn es regnet, wenn du nach dem Regen gehst, wie das alles aus der Erde rauswächst. Und wie es riecht. Das ist schön. Ja, der Hauptschwammerlsammler ist der Maximilian. Wohnt der eigentlich auch da oben? Er hat sich jetzt ein Haus gebaut. Ist auch, noch nicht ganz auch auf fertig. Dem Gelände? Auf dem Gelände, aber noch höher als mit ich. Seiner russischen Frau? Ja. Und Tochter, glaube ich, oder? Die ist 7 Jahre alt. Das ist das gescheiteste Mädel, das ich gesehen habe. Wirklich? Ja. Also wie die 3 Jahre oder 4 Jahre alt war, wollte sie in den Garten gehen. Und die Mutti hat gesagt, no, it's too cold. Dann hat sie gleich sich umgedreht an der Tür und gesagt, yes, I go. I'm looking for my freedom. Mit 4 oder 5. Nee. Und dann habe ich den Maximilian, er hat mir das am Telefon erzählt. Ich muss das übersetzen, für die kein Englisch können. Ja. Dass das Kind gesagt hat, ich suche meine Freiheit. Ich suche meine Freiheit. Meine Freiheit auch, das hat sie wahrscheinlich vom Papa gehört. Und dann ist sie da rausgegangen. Und dann hat Maximilian mir das erzählt am Telefon. Da habe ich gesagt, du fragst sie doch mal, was macht sie denn, wenn 2 Leute Freedom, also Freiheit suchen. Ja. Winzige Pause, und dann sagte dieses 3,5-Jährige gewesen, they kill each other. Die töten sich gegenseitig. Die töten sich. Und ob das jetzt eine Ehe ist, die am Zerlaufen ist, oder ob das Jugoslawien ist, ist es tatsächlich. Wenn 2 eine verschiedene Freiheit suchen, bringen sie sich um. Dann bringen sie sich um. Ja, die ist ein kleines. Und das tun die leider gerade in Mostar und da in Jugoslawien. Es hat Gott sei Dank das Schlimmste aufgehört. So. Ja? Jetzt kommt Creme Fraiche hier rein. Ah, die wusste ich gar nicht, dass man die heiß machen kann. Ja. Ja, ich bin eine ganz schlechte Köchin. Du bist keine so raffinierte Köchin, wie du schon gesagt hast. Du hast gern die einfachen Sachen. Yes, was da ist. Das, was bei da der Gusti gibt es die beste Griesnockerlsuppe. Die beste Griesnockerlsuppe. Wer ist die Gusti? Die Gusti ist seit 45 Jahren unsere Almoma oder Mutter. Ah. Die hat das, und die hat auch noch das Rehrücken gelernt mit meiner Mutter. Was ist jetzt da drin? Da ist jetzt die Creme Fraiche. Mhm. Wo hast du das Fleisch hingetan? Also? Das Fleisch steht hier, das kommt dann am Schluss wieder rein. Aha. Siehst du, das verbindet sich jetzt mit dem Saft. Weil du gesagt hast, was machst du mit dem Saft? Da habe ich natürlich den sauren Rahmen. Hättest du natürlich den wunderbaren sauren Rahmen, das ist klar. So, das muss man ein bisschen aufkochen. Und die Gusti hat auch noch einen richtigen Gustiherd. Einen Gustiherd? Mit Holz. Mit Holz? Mhm. Uiuiui. Und da gibt es heißes Wasser, alles, was du willst. So. Salz. Bisschen Salz, bisschen Senf. Aha, da lerne ich was. Senf. Zitrone ein bisschen. Das wird jetzt so. Alles ganz vorne mit Löffel und Gabel. Klein machen. Pfeffer gehört jetzt rein. Wo haben wir den hier? Da bin ich natürlich schon mit dem Löffel zum Kosten dazwischen. Du gleich, jetzt noch nicht. Es ist nämlich noch nicht abgeschmeckt.
Das ist ein, die Soße ist ein bisschen säuerlich. So, aha. Jetzt kommen Gurken und Tomaten rein. Kleingeschnittene, saure, weißt du, so Gewürzgurken, ja, kennst du doch. Und ein bisschen Tomaten gehäutet, aber nicht zu viel. Mhm. Nicht, dass es eine Tomatensoße wird, aus hier. Mhm. So. Ich sag nicht, dass es schon fertig ist. Es ist fast fertig. Ist das nicht unglaublich, wie schnell das geht? Ist unglaublich. Das ist doch ein ganz einfaches, wunderbares Gericht. Im Grunde kann ich jetzt, Salz habe ich, Pfeffer, ich habe alles, jetzt muss ich es aber mal abschmecken, denn jetzt weiß ich ja nicht. Es fehlt so ein bisschen der Biss. Der Biss. Das heißt, Tabasco. Könnte man, kann man, kann man. Kannst du. Alles, man kann alles. Ist wie ich. Man kann alle, wenn du es gern scharf hast. Ja. Kann man ohne weiteres. Das ist das Schöne. Wie lange könnte man so kochen hier mit dem, was hier ist? Naja, du meinst... 2-3 Wochen irgendwas machen? Nein, 2-3 Wochen bestimmt nicht. Aber ja. Heutzutage, ja, du, in der Stadt hat man nicht mehr so eine große Vorratshaltung. Auf dem Land, glaube ich, hat man mehr zu Hause als in der Stadt. Ja, ich gehe halt immer wieder einkaufen. Ich habe dafür ein paar Sachen in der Tiefkühltruhe. Ne? Aha, die will ich nicht haben. Die willst du nicht? Nein, habe ich gar nicht gern. Außer die Knoblauchbutter. Ja, jetzt wird's, jetzt wird's besser. Jetzt wird's gut. So, jetzt können wir die dazu. Jetzt kommen die schon rein. Ja. Ei. Ah ja, aber das Fleisch kommt zum Schluss. Ja. Aus. Das kann ich doch auf der Alm machen. Das ist so einfach. Ja. Du brauchst nur ein gutes Filet. Und dann kannst du statt der Champignons deine Pilze nehmen, meine aus Pilze dem Garten. Nehmen. Gurkerl kriegst du Milch, immer. Deine saure Milch. Ja, also der saure Rahm. Alles. Wunderbar. Und die Kräuter habe ich alle im Garten. Wenn du so mit den Leuten kochst, hast du doch erfährst du ja viel von ihnen persönlich. Ja, nicht? Ja. Das ist ein geheimer Trick, ist das Ganze. Jeder, der kocht, ist ganz privat. Der kann nicht mehr. Hast du jetzt nicht einen Wein? Doch, der Weinerl. Das kriegen wir. Gibt's gleich dazu. So, das mache ich jetzt. Fleisch muss ja weich bleiben, nicht? Ja, ich mache jetzt aus, damit das Fleisch nicht noch zu weiter sehr gart. Aber es darf ein bisschen ziehen, soll sogar ein bisschen ziehen. Ja. So. Aber da ist kein Knoblauch drin, nicht? Nein, bei Bœuf Stroganoff nicht. Ich habe für dich einen deutschen Rotwein, was eigentlich wunderbar. Eine Rarität ist. Die Deutschen sind ja berühmt für ihre Weißweine. Ja. Und Rotwein ist nicht, also Deutschland ist nicht ein so großes Rotweinland, aber hat einige sehr gute Rotweine. Ja. Die geben sich jetzt sehr, sehr viel Mühe, einen wirklich guten, auch einen roten zu machen. Der konkurriert nicht mit einem Bordeaux oder so, weil der viel schwerer ist. Das ist ein leichter roter, aber hat auch große Vorteile. Von dem leichten kann man mal einen ganzen Abend mehr wegtrinken. Der hat 12% und so ein schwerer Franzose, der hat auch schon mal 14,5. Mhm. Und das macht wirklich einen großen Unterschied. Also ich trinke sehr gern mal einen deutschen roten, meine Liebe. Liebst du auch Gläser, so sehr wie ich? Ja, schau, also für mich schön. So, jetzt. Gut. Der ist du, doch gut. Ach, wunderbar. Du, aber... Jetzt gebe ich dir... Ups. Gebe ich dir. Ich kann das draufstellen. Jetzt gebe ich dir was zum Probieren. Weißt du, ich mit finde... Mit einem Stückchen Brot dazu. Tischdecken auch so wahnsinnig wichtig. Tischdecken? Ja, oder... Und vor allem Gläser. Also da habe ich eine ganze Sammlung. Und habe immer den Kindern schon beigebracht, dass man das Frühstück... Also zwei, höchstens drei verschiedene Gedecke hat. Ja. Und wir haben auch immer am Abend gedeckt, den Frühstückstisch, damit am Morgen einer da ist, der das schon gemacht hat. Ach so. Herrschaft, ist das, du, das sieht toll aus. Du brauchst eigentlich kein Messer, ich gebe dir eins. Außerdem esse ich ja sehr viel mit den Händen, weil ich einfach das schön finde. Mit den Händen? Ja. Ja, das kann man die auch sind nur jetzt auf, dafür gedacht. Das kann man auch nur auf der Alm machen, stell dir mal nein, vor. Nein, das mache ich im Restaurant. Du gehst in ein feines Restaurant und isst mit den Händen. Was sagen die da? Weißt du, was gut ist? Der säuerliche Geschmack. Ja, das kommt von den
in den Gurken. Ja. Ah. Von den Gurken kommt das Säuerliche. Das ist schön, oder? Ganz gut. Gut. Und ganz leicht. Und da passt er natürlich fantastisch dazu. Haben wir noch nicht gelernt, dass ich immer schaue, welcher Wein zu was passt. Hast du nicht? Das ist nicht, man soll das nicht als so, eine, so einen Zwang ansehen. Man kann heute auch zu Fisch Rotwein trinken. Natürlich. Eigentlich. Also nicht gerade zu Fisch. Nein, aber wenn du einen leichten roten hast, ja, und wenn du einen schweren Fisch hast, weißt du, Fisch ist nicht Fisch und rot ist nicht rot. Wenn du einen ganz, ganz leichten Fisch, nur gegrillt, so ein Mittelmeerfisch, ja, da würde ich immer einen Weißwein, einen leichten Weißwein dazu trinken. Aber wenn du zum Beispiel ein Thunfischsteak isst, das ist auch Fisch. Ja. Das ist dunkel, ist kräftig, da kannst du natürlich so einen Rotwein ohne weiteres. Ja, toll. Immer ein bisschen überlegen, wer passt, ist das Essen schwer, ist es dunkel, ist es irgendwo ein bisschen kräftig, dann ist ein kräftiger Wein besser. Mhm. Ist es ganz, ganz leicht, dann macht der kräftige Wein es zu. Mhm. Gib dir mal. Na, kräftig. Aber du kochst nicht für dich allein. Allein nie, nie. Immer das für Gäste. Ich mir gedacht. Also wer, ich meine, wenn du oben bist auf der Alm, wer versorgt dich? Immer noch die Gusti, ihre Schwiegertochter? Ja. Ist gut, oder? Wunderbar. Aber sag mal, die Gusti muss doch schon alt sein. Die Gusti ist 4 oder 75. Und ist immer noch tätig in der Küche? Nicht nur in der Küche, im Stall, überall, im Garten, alles. Und die Mama ist ja gerade gestorben. Ja. Also gerade, vor einiger Zeit. Da hast du mir diesen bezaubernden Brief geschrieben. Ja. Den habe ich mir aufgehoben. Mich so gefreut. Du siehst, wie schnell und einfach ein gutes Essen da ist. Ein gutes Essen da. Wenn die Gäste schon da sind. Ja. Wunderbar. Weißt du, was ich mag darin? Den säuerlichen Geschmack. Ja. Du kannst jetzt natürlich die Angaben der einzelnen Zutaten völlig variieren. Du kannst es mit viel mehr Gurken machen, wenn du es gern sauer hast. Du kannst es, also das ist kein Rezept, was jetzt genau wie ein Kuchenrezept, wo man schaut, so und so viel Gramm, so und so viel Gramm, sondern du machst es einfach so, und so liebst du es ja. Ja. Kocht denn die Schwägerin selbst mal was Russisches? Die kocht nicht mal Tee. Aber das kannst du gut, Tee kannst du gut. Maria, das ich danke dir. Das habe ich gelernt mit 16 Jahren in meinem ersten Pflichtengagement bei einem Maschinen... Golddruckmaschinenhersteller. Ach, da hast du ein Praktikum. Und der hat mich in die Küche geschickt und gesagt, machen Sie mal einen Tee, Fräulein Schädel. Und dann bin ich da rausgegangen, habe das, wie ich zu Hause gesehen habe, den Tee rein und das heiße Wasser drauf. Und dann kam, und der hatte ein Vergnügen daran, dass ich das nicht konnte. Ich stasse einen Tee. Jetzt passen Sie mal auf, wie man Tee macht. Da musste ich bei dem das lernen. Das steht in meinem Buch. Das Rezept. Ah, das ist schön. Prost nochmal. Prost, mein Lieber. Vielen Dank, danke, dass du gekommen dir. Bist. Mmh. Wunderbar. Der Wein schmeckt mir gut. Ja,